In der Affäre um antisemitische Flugblätter kommt Freie Wählerchef Hubert Aiwanger vorerst mit einem blauen Auge davon. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält an seinem Wirtschaftsminister fest, erteilt ihm jedoch nach einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses in München einen klaren Tadel. So wie das Flugblatt auch geschrieben ist, merkt man, dass da auch eine ganz andere Energie dahinter steckt. Das ist nicht nur ein dummer Jungenstreich oder eine bloße Jugendsünde. Daher sind die Vorwürfe, die dort in dem Raum standen, natürlich schwer. Und sie wiegen auch schwer. Allein der Verdacht beschädigt das Ansehen Bayerns und natürlich auch die persönliche Glaubwürdigkeit des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger. Daher darf am Ende einer Debatte kein Restzweifel bleiben. Es darf keine Hängepartie werden. Es muss rasch geklärt werden. Es gibt keinen Platz für Antisemitismus in der bayerischen Staatsregierung. Aiwanger stand laut Süddeutscher Zeitung in seiner Schulzeit im Verdacht, ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Exemplare sollen in seinem Schulranzen gefunden worden sein. Inzwischen übernahm Aiwangers Bruder als Verfasser die Verantwortung. Im Koalitionsausschuss zu der Affäre sind nach Söders Worten aber viele Fragen offen geblieben. Wir werden 25 Fragen, die wir zusammenstellen, an Hubert Aiwanger zur Beantwortung geben. Er selbst hat zugesagt, diese Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten zu wollen. Und Hubert Aiwanger ist auch bereit, wenn noch vorhandene Schulakten da sind, die zu öffnen, um damit auch für maximale Transparenz zu sorgen. Die Zusammenarbeit mit den Freien Wählern in der Regierung will Söder fortsetzen, wohl wissend, dass sein Koalitionspartner auch für ihn selbst zur Belastung geworden ist, 6 Wochen vor der Landtagswahl in Bayern.